Unterwegs mit Chris. Die rollende Reporterin von Handicaps leben. Am 2. Februar war die einzige öffentliche Sitzung des Sächsischen Landesbehindertenbeirates für die Belange von Menschen mit Behinderung. So, und da wird dann immer öffentlich diskutiert, ein Thema, diesmal ging es um Assistenz. Assistenz ist mir persönlich ganz wichtig, weil ich seit ich im April Assistenz habe, viel mehr schaffe und intensiv mir ein Hobby zulegen konnte, nämlich Radio machen, wovon ihr ja auch mit profitiert und ein bisschen auch Politik. Und da spiele ich euch gleich mal eine Original-Tonspur ein, wie es da so zugeht im Landesbehindertenbeirat. Artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El propósito de esta convención es promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Das war Spanisch. Und wer Spanisch kann, ist klar im Vorteil. So, aber erstmal die Übersetzung hier für euch. Artikel 1 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen. Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. Anschließend habe ich aber natürlich noch ein interessantes Interview geführt mit meiner Kollegin aus Dresden, Annette. Und wir hatten einen Assistenzbezahler und Assistenzgeber im Interview und uns beide natürlich als Assistenznehmer. Doch hört selbst. Hier ist Christi, rollende Reporterin, und ich bin gerade mal in Dresden. Ausnahmsweise nicht in Leipzig, und hier trifft sich heute der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung. Habe ich mir mal so angeguckt, mal gucken, was hier für Impulse kommen vom Landesbeirat. Das hat ja auch Auswirkungen auf uns. Und da sind eine ganze Menge wichtiger Personen, und vor mir sehe ich gerade jemand von der Selbstvertretung und Frau Golze vom Kommunalen Sozialverband Sachsen. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Anne Teinig. Und Sie sind ja heute hier die Vertreterin des KSV, Kommunalen Sozialverband. Vielleicht, also mich würde interessieren, ob Sie Ihre Arbeit kurz so ein bisschen beschreiben könnten. Was machen Sie in Ihrem Arbeitsalltag? Vielen Dank. Mein Name ist Caroline Golze und ich bin Fachdienstleiterin im Fachbereich 2 des KSV Sachsen und zuständig für die Bearbeitung persönlicher Budgets. Wir haben ca. 700 Leistungsfälle bei uns in der Bearbeitung, und hier sind wir ganz pragmatisch und praktisch für die Bearbeitung jedes Antrags zuständig. Kommen Sie denn da noch hinterher? Weil ich höre ja sehr viele, dass das ganz schön lange dauert. Also nicht ganz schön lange dauert, sondern ganz schlimm ist es. Für das Einzelschicksal ist es sehr, sehr schlimm, dass es so lange dauert. Sind bei Ihnen genug Leute? Das ist eine etwas gemeine Frage, weil die Haushaltsplanung, die mache nicht ich, sondern die wird uns vorgegeben. Wir haben aber so viele Sachbearbeiter wie möglich bei uns auch in den Fachdienst gezogen. Wir haben eine herabgesenktere Fallrate, weil wir wirklich mit komplexeren Themen einfach zu tun haben. Und das ist eine Herausforderung, aber tagtäglich auch unser Anspruch, es schnellstmöglich zu bearbeiten. Das muss es auch sein. Das bringt mich zu der Frage, was ist Ihre ganz eigene Motivation? Was sind Ihre ganz persönlichen Ziele bei Ihrer Arbeit? Ich bin Sozialpädagogin, und das auch mit Herz. Und genau das ist auch mein Anspruch und meine Motivation, einfach im KSV zu arbeiten. Die Leistungen wirklich an Mann, an Frau zu bringen, die uns die Leistungsgesetze vorgeben. Und wenn das dann bewilligt ist, dann geht meine nächste Frage an Herrn Becker, der ist ja ein Anbieter in Leipzig von der Zuhause GmbH. Wie schnell können Sie denn Leute bereitstellen, die als Assistent arbeiten? Und wie ist überhaupt da die Lage auf dem Arbeitsmarkt? Gibt es genug Leute, die das machen wollen? Ich erlebe oft, dass der Beruf Assistent gar nicht bekannt ist. Auf welcher Plattform schalten Sie das? Wo kann ich nachgucken, wenn ich jetzt Assistent werden möchte?
Erstmal natürlich auf zuhauseleipzig.de, natürlich als erste Anlaufstelle und dann auf allen gängigen Portalen, also Indeed, Xing, da sind wir unterwegs. Wir als soziale Einrichtung stellen natürlich nur Stellenanzeigen, die kostengünstig oder kostenfrei sind, deswegen dann auf freien Plattformen. Ich hatte auch noch mal eine Frage, das ist jetzt rein auf die Stadt Leipzig bezogen, ne? Ihre Angebote. Oder könnt ihr auch darüber hinaus vermitteln oder helfen? Wir arbeiten sehr eng mit den EUTBs im Landkreis auch zusammen und haben auch im letzten Jahr schon das Netzwerk dahingehend aufgespannt und dieses Jahr auch sehr verfestigt, würde ich sagen. Wir möchten auch gerne im Landkreis unsere Leistungen anbieten. Die Zuhause ist also offen für den innerstädtischen Bereich sowieso, weil wir da auch schon die gültigen Rahmenvereinbarungen haben. Aber wir wollen ganz gerne auch im Landkreis tätig werden, weil wir denken, das Konzept von Pädagogik, Assistenz, Freizeit aus einer Hand und von ein und derselben Person ist eigentlich ein gutes. Wie sieht das aus mit Assistenten für Eltern? Elternassistenz bieten wir auch mit an. Wir haben auch im vergangenen Jahr 22 auch bereits schon eine Schulung dazu im Inhouse gehabt, weil wir auch 24/7 Assistenznehmer haben, die natürlich auch Kinder haben. Diese möchten wir auch natürlich qualitativ und fachgerecht mitbetreuen. Und wir sind gemeinsam mit dem Verein Leben mit Handicaps, sind wir in einer Konferenz oder in einem regelmäßigen Meeting, da geht es zum Thema begleitete Elternschaft und vor allen Dingen auch, was bedeutet das und inwiefern muss es qualifiziert auch sein. Okay, dann danke ich Ihnen allen für das Interview, das war bestimmt informativ. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank auch. Dankeschön. Aber es gibt ja nicht nur den einen Anbieter von Assistent, sondern es gibt noch andere, die wir euch mal so zum Vergleich vorspielen wollen, zum Beispiel den Muldenthaler Assistenzverein, der von Peers geleitet wird und sachverständig begleitet und die Menschen eingestellt werden, die Assistenten und die Assistenznehmer beraten werden. Hier ein kurzes Interview mit Sarah Lenz. Das Interview habe ich aufgenommen auf dem Aktionstag für mehr Inklusion in Europa und daher die Hintergrundgeräusche. Wir waren ja neulich auf dem Landesbehindertenbeirat zum Thema Assistenz zur öffentlichen Sitzung und es haben einige gesprochen und du als Mitarbeiterin vom Muldenthaler Assistenzverein hast da bestimmt auch noch was sich ändern muss in nächster Zeit hier in Sachsen, damit alle zufriedenstellend Assistenz bekommen. Ja, mein Name ist Sarah Lenz, ich arbeite beim Muldenthaler Assistenzverein in einer EUTB, das ist die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Und wir haben auch oft Anfragen zum Thema Assistenz und da stellt sich oft heraus, dass es halt viele Probleme mit den Kostenträgern gibt, dass zum einen die Bedarfsermittlungen gar nicht bedarfsdeckend erfolgen, also dass Bedarfe zwar ermittelt werden, aber die eigentlich gar nicht der Realität entsprechen und einfach auch die Bearbeitungszeiten super lange sind, also viel länger, als es eigentlich sein dürfte, denn auch Kostenträger und Ämter haben ja eine bestimmte Frist, die sie eigentlich einhalten müssten. 11 Wochen, ne? Genau, und die werden, also in 11 Wochen sollte eigentlich so ein persönliches Budget entschieden sein. Das ist aber eigentlich zu 100% nicht erfüllt. Also ich kenne eigentlich kein Budget, was innerhalb von 11 Wochen wirklich durchgesetzt wurde. Und ja, es ist halt wirklich auch immer ein Durchsetzen. Ne? Es ist einfach nicht, ich habe den Bedarf und ich beantrage das, sondern jeder Mensch, der eigentlich eine Assistenz braucht, muss halt dafür kämpfen und das ist halt ganz anstrengend, nervenaufreibend und das kann auch nicht jeder so durchsetzen. Ja, die vielen Beweise, die man da einreichen muss, das ist ja enorm. Da muss man ja alle seine Ordner mitschicken fast schon. Genau, also es ist wirklich ganz oft so ein komplettes Nackigmachen. Ne? Es muss irgendwie, man muss sich rechtfertigen, man muss Stellung beziehen zu jedem kleinsten, zu jeder kleinsten Sache, die für jemanden anderen, der vielleicht keine Behinderung hat, total selbstverständlich ist. Und wo jeder andere vielleicht auch sagen würde, nee, das ist meine Privatsphäre, da möchte ich keine Auskunft drüber geben, das geht keinem was an. Und die Kostenträger möchten das und da möchten das wissen und bestehen da auch drauf, dass man sich da im übertragenen Sinne nackig macht, ja.
Und auch persönlich so bloßstellt, ja? Also das ist ja auch schwierig. Man ist vielleicht selber noch gar nicht so weit, dass man das alles einsieht und versteht. Und da muss man es schon hartnäckig durchkämpfen. Genau, also alleine der Schritt zu sagen, ich brauche jetzt die Hilfe, ne? Ich gehe den Schritt und kann mir eingestehen, mich irgendwo hinzuwenden und eine Hilfe zu beantragen. Das ist ja auch schon ein Prozess. Und wenn man den Schritt schon gegangen ist, aber dann irgendwie auf so viele Barrieren stößt, dann ist es natürlich total abschreckend. Aber der Bedarf bleibt ja. Und dass das halt einfach nicht gesehen wird und so Menschen mit Assistenzbedarf so als Bittsteller hingestellt werden, ist halt einfach ganz schlimm und schrecklich. Und ja, für viele auch einfach einen Punkt, davon abzusehen, sowas zu beantragen. Und wie ist das? Die Pflegeversicherung, die ist ja einkommensunabhängig, die steht einem ja zu vom Staat. Wie ist das mit Assistenz? Steht einem das auch zu von staatlicher Seite? Prinzipiell hat man Anspruch auf eine persönliche Assistenz, ja. Allerdings ist das halt immer individuell. Also man muss es halt beantragen und dann muss man auf das Wohlwollen des Kostenträgers hoffen, dass die das auch so sehen. Vom Gesetz her, im Bundesteilhabegesetz, ist es festgeschrieben, dass jeder Mensch, der einen Assistenzbedarf hat, das auch zusteht, die Assistenz zu bekommen. Aber die Realität sieht da halt leider anders aus. Gibt es da nicht eine Vermögensobergrenze oder so, die in letzter Zeit ausgeweitet wurde? Genau, das sind rund 60.000 Euro, die Vermögensgrenze. Und das ist Gott sei Dank jetzt erhöht worden, also bis zum Bundesteilhabegesetz. War jemand, der Assistenzbedarf hat, quasi auf dem Niveau eines Menschen, der Hartz IV bekommt. Das heißt, man durfte nicht mehr die 2.500 Euro Vermögen besitzen. Genau, und das ist natürlich Familien, die jetzt ansparen für ein Auto oder für eine neue Wohnungseinrichtung oder für ein Kind, was sie haben. Das ist ja unmöglich. So wenig Geld kann man nicht haben. Man spart ja was an. Ja, genau. Also es sind größere Anschaffungen wären da nicht möglich gewesen. Man hätte auch nicht heiraten. Also man hätte schon heiraten dürfen, aber es wäre halt unattraktiv gewesen, weil das Einkommen des Ehepartners oder der Ehepartnerin mit berücksichtigt wurde. Und das hat sich Gott sei Dank zum Bundesteilhabegesetz geändert. Ja. Okay. Wer ist der angenehmere Verhandlungspartner, der KSV oder das Sozialamt in den verschiedenen Landkreisen, in denen du so tätig bist mit deinen Klienten? Ja, das ist sehr individuell und kommt halt wirklich auch drauf an, wofür die Assistenz benötigt wird. Die Zusammenarbeit kann bei beiden sich schwieriger gestalten und bei manchmal auch einfacher. Genau. Okay, dann danke ich schön für das Interview. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Und jetzt noch ein Interview mit Marc Sidio vom Verein Leben mit Handicaps. Und er bringt nochmal ganz persönliche Aspekte mit ein. Hallo, wir waren ja neulich auf der Sitzung vom Landesbehindertenbeirat, auf der öffentlichen Sitzung. Und du warst auch da. Erzähl doch mal kurz, wie du heißt und was so deine Aufgabe ist im Behindertenbereich. Ja, ich war jetzt ein Jahr Berater bei Leben mit Handicaps und mache dazu noch eine Ausbildung in Peer Counseling. Ich komme aus der Jugendhilfe, habe viel Elternarbeit gemacht, sprich Jugend- und Familienhilfe und Einzelfallhilfe und bin jetzt, habe mit Hilfe vom Elternassistenzverein in Hannover einen Elternassistenzbetrieb hier aufgemacht in Sachsen, um Eltern mit Behinderung Assistenz anzubieten. Und zusätzlich noch die qualifizierte Elternassistenz, die brauchen Menschen, die Lernschwierigkeiten haben, weil die auch manchmal Fragen haben in der Erziehung und sowas halt. Und das müssen dann ausgebildete Pädagogen sein, diese Arbeit aber dann nur im Auftrag der Eltern machen. Okay, auf was für Schwierigkeiten stößt du? In Verhandlungen mit den Jugendämtern gibt es viel Unverständnis, dass wir gute Leute wollen, auch Schwerbehinderte, wenn sie können, anstellen und aber auch fair bezahlen. Und da gehe ich nur nach Tarif, ganz einfach, und will nur sonntags zum Beispiel einen Zuschlag haben, weil Sonntagsarbeit einfach uns einen wichtigen Tag kostet, den wir mit unseren Kindern oder mit der Familie verbringen wollen oder einfach frei haben wollen und brauchen. Und die sind nicht bereit, sowas zu zahlen. Woanders gibt es das gar nicht. Also überall wird, wenn man sonntags schon arbeiten muss, und im sozialen Bereich muss man oft mal sonntags arbeiten,
wird einfach was dazugegeben, damit man sich dann auch was gönnen kann oder am anderen Tag frei machen kann und sowas halt. Da hätte ich gerne mehr Verständnis. Wie siehst du die verschiedenen Regionen von Sachsen? Also Leipzig mal jetzt im Vergleich mit Restsachsen, könnte man fast sagen. Ja, ich war jetzt in Meißen. Die waren erst sehr distanziert und man hatte richtig Gegenwind und sowas halt. Und in den Verhandlungen zum Beispiel für eine Frau, die Budget hat, also selbst Arbeitgeberin ist, sie hat MS wie ich. Und zum Schluss, also erst Gegenwehr und zum Schluss waren sie dankbar, dass wir dabei waren. Und dankbar, dass wir praktisch der Frau den Rücken gestärkt haben, aber auch denen vom Amt, weil die würden sich auch gern mehr Unterstützung vom Land wünschen. Dass das Land Sachsen den Menschen entscheiden müssen, Unterstützung bieten, mit klaren Richtlinien, klaren Sätzen, die sie bezahlen müssen und klare Verhandlungen und dass es einen Rahmenvertrag gibt, wo wir uns auch als Anbieter dran halten müssen und auch die Leute dann danach bezahlen können. Und das wäre alles auf einer Welle. Keiner will reich werden damit. Das ist unfair, und es gibt trotzdem solche Menschen, die das versuchen. Und das gilt es zu verhindern. Könnte man nicht mal eine Veranstaltung machen zum Thema Elternassistenz? Brauchen wir immer wieder. Da gibt es einen Fachtag zu Elternassistenz hier in Leipzig im Rathaus und im schönen großen Rahmen mit Fachthemen in Workshops, mit Behinderten, die selber Rede und Antwort stehen, mit Eltern, da suchen wir übrigens noch welche und haben aber auch schon ein paar. Und wir wollen das anbieten, weil es immer noch nicht in den Köpfen drinne ist. Ich hatte das Gefühl, da irgendwie, sage ich mal, auf dem Land haben die das Gefühl, dann wird die Straße nicht fertig. Wenn wir jetzt den Leuten da mehr Assistenz geben, kriegen wir unsere Straße nicht fertig und dann werden die Wähler böse. Das ist ja nicht so. Es gibt verschiedene Töpfe, die verbrauchen verschiedenes Geld. Das kann man nicht vermischen. Aber in den Köpfen ist es noch so. Okay, willst du noch was sagen, was Spezielles? Was so ein Appell aus deiner Arbeit heraus? Ich bin jetzt genau ein Jahr, ich war vor einem Jahr das erste Mal hier. Es ist so eine dankbare Arbeit. Es macht so Spaß, was für Menschen zu tun, die dankbar sind. In der Jugendhilfe ist es oft Zwang und die sind misstrauisch und sowas halt. Und hier werde ich mit offenem Herzen empfangen und ich tue eine gute Arbeit. Und es ist toll, mit Schwerbehinderten zusammenzuarbeiten. Ich kann endlich auch selber zu meiner Schwerbehinderung stehen, auch zu meinen Macken oder zu meinen Schwächen und sowas halt. Und es ist ein viel angenehmeres Leben. Das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke dir für das Interview. Gerne. Toll, dass du das machst. Vielen Dank. Ja. Okay. Und für wen das jetzt alles nur Fachchinesisch war, der guckt einfach mal auf die Seite des Vereins Leben mit Handicaps. Da bekommt ihr die ganzen Begriffe alle erklärt. Das war Unterwegs mit Chris. Okay, danke schön. Ciao. Ciao. Die rollende Reporterin von Handicaps leben.